Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Minecraft Tag 5 in diesem Versuch. Mit dabei ist der Yogi. Hallo, Krian. Und hier rechts habe ich einen Mehranschluss. Ein Mehranschluss? Mehrgeräteanschluss. Also Anschluss für Boote. Ja, ja. Ist halt jetzt biomtechnisch nicht ganz so schön, weil hier einfach nur Sand ist. Aber wir hätten den Anschluss. Also können wir mal gucken. Hier ein bisschen entlang gehen. Wir können uns auch ein Bötchen gönnen und dann mal drauf lossegeln. Ich meine, hier drüben wär schön, aber ist halt Flachland im Rücken. Gut, das stört mich jetzt weniger. Vorteil ist, wenn es halt ein bisschen ebener ist, dann brauchen wir nicht so viel Terraforming betreiben. Ja, richtig. Wenn wir unsere Farm haben wollen und so. Wir müssen hier nur relativ aufpassen. Wir hätten hier auch schon einen Höhleneingang. Nee, ist einfach nur ein bisschen Eisen. So. Aber dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal ein Haus bauen. Damit verbringen wir wieder ein paar Tage, dass unser Zähler ein bisschen nach oben geht. Ja, das ist wichtig. Wir müssen 50 Tage müssen wir ja. Also das ist ja... Hier direkt vorne da vorne auf dem Nöppel drauf? Ja, hätte ich gesagt. Ja, machen wir hier so... Quasi leuchtturmartig können wir bauen. Ja. Und wir haben auch direkt hier zum Abbauen Zuckerrohr. Die habe ich auch eingepackt, so ist es nicht. So, da brauchen wir erstmal Kisten hier. Ich und mein Steak machen mal ein bisschen hier Platz. So. Steak und ich haben aufgeräumt. Dann baue ich mal Zuckerrohr an. Einfach als Sichtschutz auch. Die Werkzeugdinger hier brauchen wir erstmal nicht. Ach ja. Mal da auch mal rein tun. Ich werde jetzt mal Kupfer schmelzen. Ja, mache ich links rein. Ah, das so. Hat er da drin. Mache ich mir mal eine Hoe. Brauchen wir zwei Eisen für. Dass wir mal direkt unser Feld ansetzen können hier. Ja. Dann pflanzen wir nämlich Kartoffeln, rote Beete und Kartoffeln an. Karotten, Kartoffeln, rote Beete. Mach ich hier drüben am besten hin. Hast du schon einen Eimer? Nee, ich habe keinen Eimer und habe auch kein Eisen mehr einzumachen. Ich glaube, das, was ich jetzt drin habe, reicht auch nicht mehr. Es fehlt dann ein Eisen. Ja, zwei waren drin. Ja gut, dann würde ich sagen, es wird Zeit für eine erneute Expedition. Hast du Erde da drin, ne? Ja. Dann mache ich uns so ein kleines Beta-Tier einfach ins Wasser rein, erstmal provisorisch. Ja, wir können auch hier einfach an den Tümpel hier uns was bauen. Das ist ja gar kein Stress, sag ich mal. Brauchen wir nur eine kleine Hoe. Ich hab eine Hoe. Ach so. Ja, dann bring ich dir mal ein paar Seeds. Jetzt hast du echt einfach mitten reingehauen, wo ich hier gerade Karotten angesetzt habe. Du hast Karotten da angesetzt? Nee, das hier sind Kartoffeln und hier habe ich Karotten angefangen. Oh, ich hab dir da ein bisschen Weizen reingeballert. Dass du auch was Gutes hast. Ich habe noch 5 Samen, habe ich noch einstecken. Gib ich dir mal. Hier, Samen. Brauchst du Erde? Habe ich dir auch. Hier. Danke.
Bitte. Ah, hier wäre auch noch das eine Eisen, was wir brauchen. Na gut, jetzt haben wir hier drüben angefangen mit den Seeds. Okay, direkt mal Hobbygärtner geworden. Well, well, that escalated quickly. Ist auch tatsächlich ein bisschen mehr als nur ein Eisen. Muss ich ja gestehen. Ganz schön. Habe ich noch? Nö, habe ich natürlich nicht. Hilfe! Ich bin ein Yogi, holt mich hier raus. Watschel, so. Watschel, Watschel. Wenn wir hier hinten jetzt 15 oder 20 Weizen, 15 Karotten und 15 Kartoffeln. Und zwei rote Beete gibt's auch noch. Die sind hier drüben einsam. Sehr gut. Den können wir da auch noch reinschmeißen natürlich dann. Das brennt schön da vor sich hin. Also mache ich hier die Kiste hin für das Saatgut und alles. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nein, mir fehlt es nicht wieder an Holz. Das sind hier wieder Vermutungen, die ich so nicht unterstützen kann. Zu viel Eisen im Blut. Was ist das denn? Ich glaube, weil ich eine Eisenspitzhacke gemacht habe, vielleicht. So das Einzige, was Sinn machen würde in meinen Augen. Also, ich habe zwar Kupfer, ich habe es zwar nicht einstecken, aber laut Werkbank kann ich nichts aus Kupfer machen. Doch, ich kann einen Rohkupferblock und einen Kupferblock herstellen. Na super. Also. Ja. Denn ich habe jetzt mal einen Kupferblock hergestellt. Ja. Hübsch. Sehr hübsch. Also können wir daraus im Prinzip nichts machen. Nö, so würde ich das auch interpretieren. Vielleicht tatsächlich dann halt so ein Dach, aber. Ne? Das war es dann auch schon. Ich besorge uns mal ein bisschen Holz. Na, ich bin auch hier gerade am Fichten abbauen. Ich hoffe so ein bisschen auf ein paar Setzlinge, dass ich nicht dauernd so weit laufen muss. I see. Ah, gibt es die, das heißt Krog? Kann man eine Krog machen? Du meinst, um Blätter abzuernten? Ja, nicht unbedingt um Blätter, aber um sie abzuschlagen, damit man dann auch Setzlinge kriegt. Ich glaube nicht. Aber da bist du der Willkür der Natur überlassen. Schauen wir mal ganz kurz hier ins Büchlein, aber ich glaube, es wird nicht gehen. Das könnte modbasiert sein. Ich meine, der Block sieht an sich schon nicht schlecht aus, der Kupferblock. Ja, ist hübsch, gar keine Frage. Aber braucht es nutzlos. Braucht das 4 oder 9? 9. Dann ist es beschissen. Und vielleicht kann man von dem auch Treppen und so machen, das könnte natürlich noch sein. Aber hat er mir jetzt zumindest so auf Anhieb nicht angezeigt. Das wäre auch massiv teuer. Ja, aber mein Kupfer ist ja jetzt keine Mangelware. Und ich meine, wenn es wirklich so ein Block ist, der dann so grün schimmert, wenn er eine Zeit lang steht, das wäre schon irgendwie cool. Aber... Sollen wir mal ein kurzes Schläferchen machen?
Ja, dann gehe ich zurück. Wenn wir dann Redstone haben, müssen wir uns wieder einen Kompass machen, um nach Hause zu finden. Ja. Ja, ohne sollten wir nicht erkunden, weil ich würde eigentlich ungern in die Koordinaten gucken, sagen wir es mal so. Ich schlafe. Ich auch. Die Nacht wird durchgeschlafen. Nichts um mich rum, was mich umbringt? Nein, das heißt, ich kann den Counter hochsetzen. Yay, Tag 6. Ich denke jedes Mal, ah, so dummes Bett abzubauen, da kann ich ja gar nicht spawnen. Ich sage, ah, nee, das. Das ist ja eh hinfällig. Schön gemütlich ein bisschen Holz wegklatschen. Genau. So. Da gehen wir noch rein. Hab auch tatsächlich schon ganze 2 Setzlinge bekommen. In Germany they call me Setzling Farmer. Ja, mein Schäfchen. Oh, ihr sollt Schweine putzen. Hallo Schweinewutzen, keine Angst, ich bringe euch nicht um, ihr habt ein Baby. Das würde ich doch nie tun dann. Das ist ein fucking Esel. Ja. Hier rennt ein Esel rum. Hallo Esel. Was geht ab? Ja. Okay, sicher? Ja, glaube ich dir. Du klingst wie ein Zombie-Geist irgendwas. Also wir haben alle Tierchen, die es gibt, haben wir hier noch in der näheren Umgebung. Das ist schon mal gut. Immerhin. Kann man uns die Arbeit nicht machen. Brauchen wir nur eine Leine und dann ziehen wir sie hier rein. Und können sie dann züchten. Ja, brauchen wir ja nicht mal alleine. Also, die meisten kannst du ja schon so sehr gut überzeugen. Zum Beispiel dieses Huhn. Was ist das denn? Das bin ich beim Husten. Kommt ihr Kinder allein, komm. Oh, noch. Hallo? Soll ich nicht einfach nur ein Ei legen, soll es mitkommen? Dann halt nicht. Ja, komm. Ja, fein. Wer ist ein feines Hühnchen? So, sammeln wir die beiden doch auch noch ein. Ja. Kommt ihr ruhig mit? Ihr werdet zu den feinsten Chicken Nuggets, die Welt je gesehen hat. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Wenn wir den Weg nach Hause finden. Ja, rennt das Schaf ruhig um. Das ist okay. So. Ich meine, vor allem, wir brauchen auf jeden Fall tonnenweise Leder. Für Bücher, meinst du? Nee, Lederrüstung. Beste. Ach so. Ja, Bücher. Ja gut, die kannst du aber auch in Dörfern finden, wenn du Glück hast. Die Bücher oder die Lederrüstung? Beides. Bücher. Na, was ist hier los? Hallo? Hallo?
Hallo, hier, guck mal hier. Hab ein schönes Körnchen. Leider mitkommen. So. Kommt aber mit. Meine kleinen Schlawiner. Schön im Entenmarsch. Genau so. Im Gänsemarsch. Es sieht aus, als wärt ihr so ein Klitsch. Aber seid ihr gar nicht, ne? Nee, nee, ich weiß. Ich weiß, weiß ich doch. Geschnittener Kupferblock. Mhm. Geil. Wir haben noch eine Steinsäge. Schöner, fresher hier. Block. Kann der was in der Steinsäge draus machen? Ja, da kannst du geschnittene Kupfertreppe draus machen. Ja, ja. Und Slap. Slap in your face. Ist aber halt jetzt... Puh, fragwürdig. Vom Materialeinsatz her schon... Na gut, wenn man, daraus, wenn man daraus nichts anderes machen kann, ist es ja egal, weil... Ne? Ja. Ist ja nicht so wie bei Eisen, dass man sagt, gut, daraus könnte man auch Rüstung machen oder irgendwas Sinnvolles wie Werkzeug. Aber finde ich ein bisschen schade, dass es da nicht irgendwelche Redstone-Kabelmöglichkeiten gäbe oder so. Wobei, wie gesagt, mit dem Dach, das finde ich eigentlich ganz nett. Ja. So, Jungs und Mädels. Zeit zum Baden. Wo sind die anderen jetzt schon wieder hin? Hallo? Hallo? Ja, Essen? Das vierte ist da hinten. Kommt, ja, fein. Ah, da hat der Krian auch Eisen im Blut. Hm, toll. Bin ein echter Profi. Ich springe selber in das Wasser. Ah, ihr seid mitgekommen. Das ist aber lieb von euch. Können wir die anderen beiden auch noch holen? So, komm. Nein, komm mit. Ja, ja. Fall da runter. Es ist nicht überzeugt, egal. Guck mal, wenn wir dir ein Weizen geben und ihr könnt nicht mal raus, wenn ich nur einen hoch bin, oder? Komm mal ran, hier. Und du kriegst auch was. Und dann macht ihr mal ein bisschen. Bisschen Liebe. Ach ja. So. Sicher, sicher, wir machen dazu. Der kriegt uns hier schon häuslich eingerichtet. Naja, also ich habe einen kleinen Rahmen gemacht. Ich hole jetzt Stein. Ich würde außenrum Stein machen wollen. So ein bisschen Steinholz. Mhm. Ja. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Tatsächlich sagen, das kann ich unterstützen. Mit so einem Schluck Wasser. Komm, Angriff! Aber schon so gebrannter Stein, oder? Ja, ja. Okay. Du kannst, wenn du willst, die ersten Steine, die in der Kiste sind, auch schon mal brennen dann. Ah, ich bin gerade nicht da. Ich höre Hühner in dieser Höhle. Das macht mir Angst. Warum sind hier Hühner drin? Wollte doch nur ein bisschen Cobblestone holen.
Aber die Höhle sagt, das ist okay. Mehr gibt's hier eh nicht. Sehr schön. Können wir weitermachen. Aber ich würde fast sagen, wir nutzen ein bisschen Cobblestone, auch wenn wir für ihn hier sind. Und machen hier zu. Einfach, dass hier nicht auf einmal irgendwas der Meinung ist, es müsste hier runterspringen. Hab ja ein bisschen gelernt. Was ich auch gelernt habe, die Folge ist vorbei. Dementsprechend sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis Freitag. Bleibt gesund, haut rein und bye bye. Auf Wiedersehen.